Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Survivor. So, wir befinden uns wieder hier auf Kobo. Und wir haben hier ein paar offener Weg. Also ein paar offene Wege, wo wir lang können. Da würde ich jetzt einfach mal zurücklaufen. Wir haben hier eine Schnellreiseverbindung, das heißt, es geht eigentlich relativ flott, dass wir da sind beim ersten. Da würde ich mal gucken, was uns da so erwartet. Und dann gehen wir da hinten noch mal einem Gerücht nach. So, Moment mal, was ist das? Ne, da müssen wir aber eigentlich nicht lang, eigentlich müssen wir hier hoch, ne? Aber ich würde auch mal gerne wissen, was er da macht. Okay, eigentlich wollte ich ihn erdolchen, aber er ist wohl tief gefallen. Wir müssen hier hoch und den Weg hier. Ja. Ah. Endlich mal belohnt werden. Endlich. Das war ja richtig einfach und wir haben auch noch schön Macht dazu bekommen. Yippie. Lass uns mal eben schauen. Jetzt ist da hinten. Wir müssen quasi da hoch, da runter und dann darüber. Da ist auch noch mal eine Tür, wo wir jetzt lang können. Sprichst du mit uns? So, jetzt kommst du hin. Ah, geil! Mega gut! Ob ich das so rüber? Ich glaube nicht, ne, oder? Muss probieren. Ja, nee. Das gefällt mir nicht. Sehr gut. Ich habe mir einen neuen Controller gekauft. Ja, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich habe mir einen neuen Controller gekauft und muss mir erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe jetzt so untere Tasten, das ist ein Xbox Elite Controller. Und ich habe jetzt so untere Tasten, wenn ich da drauf komme, zum Beispiel passiert das hier. Oder das. Ich springe halt. Das sind die oberen Tasten jetzt nochmal unten belegt. Ich mach die mal platt hier. Wenn man bedenkt, dass ich mit denen mal Probleme hatte. Oder war das da unten? Ne, das war nicht da unten, das war hier oben, ne? Hey, hallo! Hallo. Er macht aber auch immer dasselbe.
Ah, Mann! Ich glaube, für den waren die Schwerter zu langsam. Ich hätte das nehmen sollen. Hier hoch müssen wir jetzt. Warte mal. Nee. Ich habe wieder etwas gesehen, aber... ich weiß nicht mehr, was da war, aber... Na gut. Ah ja, den Weg können... Okay, das ist kein großer Gegner. Scheinbar. Ah ja. Ja komm. Ist doch ein großer Gegner. Jetzt sind wir wieder so weit, wa? Aber den waren platt. Das, ich glaube schon. Ich glaube... Oh, Mist. Oder? Ja, nee. Wir sind wieder hier ganz hinten. Müsste das jetzt wieder komplett davor arbeiten, weil ich da vorne nicht irgendwo gerastet bin. Doch eigentlich auch hier rüber, oder? Sie abschauen. Nein, ich will hier nur durch. Ich will hier einfach nur durch. Ja. Das dürfte ja der nächste sein. Und den da möchte ich jetzt auch nicht nochmal bekämpfen. Wir gehen jetzt hier einfach durch. Tschüssi. War hier oben noch was? War da hinten? Warte mal, da hinten ist doch was, oder? Nee, einfach nur eine Lampe. Ah, falsche Taste. Ich habe wieder unten gedrückt. So, jetzt machen wir den hier platt. Nein, Erik! Ja, weg da! Mann. Jetzt war er aber flotter. Ich wollte mir das goldene Ding holen, aber er ist irgendwie, also er ist da nicht mehr nach hinten ausgewichen. Und das war dann mein Problem. Sah das eben auch schon so aus? Ja, doch. Ja.
Aber dass wir uns auch in jeder Ecke mit irgendwelchen Megamonstern anlegen müssen, ne? Das ist, ja. Nein, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Jetzt haben wir das selbst ohne ohne ein Leben, ohne wirklich. Wir haben einen Stim verbraucht. Jetzt war es total easy. Und wir kriegen neun Stims. Neue, neun, neun. Ja. Richtig geil. Richtig geil. Pflänzchen haben wir auch noch, oder? Nee, sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Sieht aus. Warte mal. Komm ich da hoch? Nee, ne? Zumindest nicht von hier. Aber es sieht aus, wenn ich da langlaufen könnte. Aber ich muss erst diese Dinger da angreifen können oder halt mich dran festhalten können oder was auch immer man damit kann. Und das kann ich leider noch nicht. Gut, sieht auch geil aus. Gut, ich würde einfach mal hier zu dem Gerücht hinreisen. Guck mal, da. Meditationspunkt. Wie reise ich da nochmal hin? Hallo. Oder ich gehe etwa über den See. Hier vorne war doch der See. Wo unser Freund davor steht. Kann ich hier so irgendwie drüber, dass ich dem nicht begegne? Nee, ich muss an dem vorbei. Ich meine, ich werde einfach durchlaufen, ich werde ihn in Ruhe lassen. Aber, ja. Hey, Kumpel. Okay, hier vorne gibt es irgendeinen Weg, wo wir jetzt lang können. Das hier? Ah, ja. Okay. Hier in dem Bereich waren wir noch nicht. Das heißt, der da vorne rumläuft. Ich weiß nicht, ob wir den schon kennen. Sollen wir erstmal... Die Meditationspunkte sind alle nicht so mega weit weg. Oder sind alle etwas weiter weg, ne? Guck mal, der ist weiter weg.
Na gut. Ja. Wo ist die Kugel dafür? Oh, ein Druidiker. Da ist die Kugel. Hat man da nicht mal so eine Hilfslinie gehabt? Shit. Die kommt doch wieder hier rein. Ja, genau. Ah, jetzt ist die Hilfslinie wieder da. Komisch. Hallo, Hilfslinie, machst du mal? Nee. So weit geht's wahrscheinlich nicht. Ja, geil. Ja, hier haben wir auch sowas, ne? Guck mal. Ach nee. Nee. Muss wahrscheinlich auch von innen, oder? Da unten ist aber auch noch irgendwas. Wie kommen wir denn da hin? Oder waren wir da schon? Glaube nicht. Aber da ist auch eine Truhe, ist da offen. Bin ich ganz sicher. Vielleicht habe ich da was vergessen. Liegt hier noch was außer der Druidika? Nee. Ja, hack mal. Nein, nein. Ja, ich verstehe in etwa, aber kann ich da hoch? Nee, ich kann ihn nicht von hier aus scannen, hacken lassen und hier oben stehen, oder? Muss ich damit irgendwas machen? Beeil dich, Kumpel. Komm. Wenn ich den von hier aus, warte mal. Geh mal dahin. Eigentlich, ich könnte versuchen, den mitzuleben.
Nee, Mist, ich wollte ihn nicht schleudern. Ich wollte ihn nicht schleudern. Genau das wollte ich. Ja, komm. Ja, komm. Ja, das wollte ich, genau. Okay, ja, ich verstehe. Okay. Wunderbar. Das hier ist von BD, oder? Ja. So snacken wir uns erstmal hier den hier. Schöne Sache. Leben. Neuer Bonus wird erhalten, auch geil. Wir brauchen nämlich so ein paar Verbesserungen, damit wir auch die Gegner vom letzten Mal, von der Aufregerfolge, damit wir sowas schaffen, brauchen wir einfach ein bisschen mehr Wumms. Nee, nächstes Mal. Geht's hier noch weiter? Nee. Das ist tatsächlich jetzt alles hier, ne? Ja, würde ich behaupten. Runter geht's ja nicht. Nee. Bin ich fast runtergesprungen. Auch nur fast. Eine kurze Kletterpartie, was? Das sollte sie mal versuchen. Was zur... Verdammt, Dana! Willst du einen Krater aus meinem Schädel machen? Wir scheinen hier schon gewesen zu sein. Hier ist halt so ein, wie heißt denn das? Konnte BD nicht eine Lampe anmachen? Oder vertue ich mich da? Der irgendwie im Kopf, BD hat eine Lampe, aber wahrscheinlich macht er die automatisch an, ne? Ja, weil ist ja eine Truhe, die wir schon scheinbar schon geöffnet haben. Nein. Hallo. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Ja. Ja, nein, nicht dagegen. Hallo. Ah, halt dich fest. Ah ja, sehr gut. Ja. Da war ich auch schon da unten. Ja, da kann ich auch nicht weiter. Ich muss eigentlich zu dem Dino. Das heißt, wir müssen wieder darüber. Bin ich fast abgesegelt. Mal kurz gucken auf der anderen Seite. Mit dem Dino müssen wir wahrscheinlich irgendwas machen, oder?
Aber ist da unten das? Guck mal, auf der Karte sieht das so aus. Das da. Bewegliches Objekt. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Dino? Und machen wir das von hier aus oder müssen wir das vielleicht von diesem Gang aus machen? Dann müssen wir aber wieder da hoch, ne? Aber das Gerücht ist ja hier. Enthülle das Geheimnis der Schlucht. Krasses Bild, oder? Sieht richtig cool aus. Aber was mache ich mit diesem Dino? Guck mal, das Rote da an der Seite. Nein. Schaffen wir, denke ich. Hallo. Oh nein, schon wieder so einer. Hey! Mit dem schnellen Schwert oder mit dem langsamen Schwert? Ah, ah, ah. Hat es jetzt auch ganz gut geklappt. Ich glaube, an dieser Stelle habe ich mich das letzte Mal auch erschrocken, oder? Ich würde es fast vermuten, dass es so war. Kannst du das schneller hoch? Nee. Oh, dieses Vieh mich erschrocken, ey. Doch, wir hätten hier schneller hochgekonnt. Wieso kamen da jetzt diese Kugeln hoch? Kamen die eben nicht? Wir waren doch eben auch schon da drüben, da kamen die doch nicht hoch. Die liegen hier nur einmalig, ne? Aber das ist nicht dieser Gang. Nee, das ist nicht der Gang neben uns. Nein! Oh, gut, ich dachte jetzt schon. Das ist eine Schildkröte? Eine Schildkrötenschnecke? Kann ich nicht auch so runter einfach? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier nicht hoch? Nee, ich dachte, das wäre so ein Punkt zum Festhalten. Ist echt eine gute Frage. Wie machen wir dieses Gerücht, ne? Ah, Mann.
Hoch da! Nee. Hier, kommen wir gehen an der Alpha-Wand, da kommen wir nicht hoch. Und tschüssi. Tschüss, Kel. Ja, da ist eine Alpha-Wand über dem Rohr, da kommen wir nicht hin. Ich schätze, wir müssen irgendwas mit dem Kerlchen machen, aber was ist halt die Frage, ne? Warte mal. Nein. Ja, ich denke mal, das werden wir in der nächsten Folge erfahren, wie wir an diesen Dino rankommen. Gerücht, Schneckenschildkröte, was auch immer es ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Däumchen nach oben nicht und bis zum nächsten Mal. Ciao.